Kannst du das auch alleine? Ich muss zur Direktorin. Also hat sie gesagt, tschüss. Und denk dran, nimm jede Spende an, egal wie viel Geld oder wie wenig Geld es ist. Ich muss zur Direktorin. Ja. Also, ja. Mach schön weiter. Ich meine, wenn du willst. Nur wenn du willst. Hey Mädels, ich muss zur Direktorin. Wahrscheinlich will sie mal wieder sagen, dass ich der beste Club bin. Und naja, ihr macht so weiter. Meine Hände tun schon ganz weh. Genau. Dennoch, macht so weiter. Tschüss. Sie mir bzw. uns jetzt endlich sagen, warum wir hier sind? Ja, gleich, aber wie findet ihr eigentlich mein Make-up und meine Haare? Kein Kommentar, warum sind wir hier? Ihr könnt euch das auch schon vorstellen. Ich meine, wir müssen doch jedes Jahr in einem Trio ein Projekt machen. Und ihr seid in einem Trio. Wie bitte? Was? Mit so einer Umweltsünderin mache ich nichts. Mit so einem Freak mache ich auch nichts. Und mit so einer Streberin wie Lea ist es. Ich bin Laura. Erst recht nicht. So ist es aber gemacht. Also, wie findet ihr jetzt mein Make-up? Jetzt ernsthaft. Kennen Sie Batman? Oh ja, sehe ich jetzt aus wie Batman? Nein, Sie sehen aus wie der Joker von Batman. Ach so, das gibt einen Strafarbeit. Und ja, tschüss. Wir treffen uns um 7 Uhr morgen im Nachhilferaum. Um 7 Uhr? Um 7:30 Uhr. 7 Uhr, nicht später. Von mir aus ist es okay. Ich stehe eh immer um 5 Uhr auf. Du bist doch krank. Ist doch egal. Sie darf entscheiden, wann sie aufsteht und wie. Okay, also um 7. Ihr könnt mich um 7 noch nicht erwarten. Ich stehe erst um 6:30 Uhr auf. Und dann brauche ich noch ganz das Make-up. Und deshalb kommst du also immer zu spät. Ja. Ich bin immer weg.